hier ist wieder euer Zauberer Magic Man auf einen wunderschönen Montag. Ja, schön, dass ihr dann natürlich auch wieder da seid und natürlich auch wieder meinen Kanal gefunden habt. Und zwar, ich habe natürlich wieder was zu berichten hier. Yo, ich hoffe erstmal, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Also ich vor allen Dingen habe ein schönes Wochenende gehabt. Und aber jetzt geht es natürlich wieder um den Felix Lobrecht. Felix Lobrecht, ich muss dir erstmal sagen, dass du dich mal bitte im Krefelder Zoo dich mal entschuldigen sollst für deinen schwarzen Humor, weil schwarzen Humor finde ich absolut scheiße von dir, dass du das auf der Bühne da so treibst. Wie gesagt, ich finde es scheiße, viele andere finden es scheiße und die Psychologen und beziehungsweise natürlich auch die ganzen anderen, die auch beim RTL waren, die Nachrichten, die finden das natürlich auch scheiße von dir, wie du natürlich Krefelder Zoo ins Lachen bringst, was eigentlich nichts zum Lachen ist. Und das wird auch niemals zum Lachen sein. Affen brennen gut. Naja, das ist abartig von dir, was du da tust und was du sagst und was du machst. Na, und darüber macht man keine Witze. Das ist genauso, wenn einer von deiner Familie stirbt und darüber macht ein anderer jetzt Witze. Ja? Möchte ich gerne mal sehen, wie du darauf reagierst. Ne? Und also, von daher, lass es lieber sein. Ne? Also, das bringt nichts. Und damit sein Geld zu verdienen, weil ich schwitze, weil... Ja, egal, komm mal weiter. Um dein Geld zu verdienen, mit deinem schwarzen Humor, vergiss es, mein Lieber. Denn ich mag es nicht, ich mag es nicht. Und viele andere mögen es auch nicht. So, aber jetzt erstmal was anderes und zwar hier, genauso wie das Dschungelcamp. Dritter ist die unsere Dani geworden. Dani Büchner, Dritter. Ja, das sind eigentlich zwei Plätze zu viel des Guten. Aber die liebenden Zuschauer haben ja natürlich die Dani Büchner gewählt. Und das finde ich ja absolut nicht schön und abartig. Ne? Von daher... ja, und Prinz Damien, es war alles schön und gut, herzlichen Glückwunsch, aber ich finde es auch natürlich scheiße in dem Sinne, warum gerade du gewonnen hast. Weil du gut bist? Nein. Warum hast du bei DSDS, warst du Superstar? Und warum hast du danach... Nach Superstar, DSDS, nichts was daraus gemacht. So wie unser Petro Lombardi. Den kann keiner momentan toppen. Der macht immer wieder neue Platten. Immer wieder ist er überall zu sehen. Taucht auf. Und da muss man sagen, der junge Petro Lombardi, also Petro Lombardi, wenn du das liest, oder ach, wenn du das liest, ja, nie, ist klar. Wenn du das siehst, also du musst sagen, also ich muss sagen, top, mein lieber Junge, Petro Lombardi, du bist cool, du bist der Beste, du bist mit deinen Sprüchen geil, du bist einfach ein Hammer, na, mach weiter so, du verdienst ziemlich gutes Geld, was du bisher jetzt mehr machst und deine Aufgaben bei DSDS, alles super und astrein, na? Bei DSDS kann ich natürlich jetzt nicht mitmachen, kann ich natürlich mitmachen, aber dann weiß ich ganz genau, mit Singen komme ich überhaupt nicht weit. Ja, komme ich überhaupt nicht weit. Ich könnte ja mal vorsingen hier. Ich könnte mal ein berühmtes Lied mal singen, ja. 1991 gestorben, Top-Sänger, Top-Schlagersänger, erfolgreich in die 80er Jahre, 70er Jahre, leider schon längere Zeit jetzt nicht mehr bei uns und ich singe einfach mal vor. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. So, das war nur ein kleiner Ausschnitt. Oder? Was könnte ich noch, das berühmte Liedchen. Das berühmte Liedchen,
was eigentlich immer rauf und runter gespielt worden ist, im Radio, im Fernsehen. Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß, so siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ganz verliebt schaust du mich strahlend an. Ja, ich weiß nicht, ob es gut war, ich weiß nicht, ob es ausreichen würde bei DSDS, vielleicht für den Chaoten, wie mich würde es vielleicht nicht ausreichen und ich würde bestimmt eine Klatsche nach der andere kriegen, ne? Von Petro Lombardi, falls er nächstes Jahr wieder dabei wäre. Und von Dieter von Ganz abgesehen. Der ist Profi. Der ist top. Der Mann. Der ist einfach mega. Der ist einfach mega. Ja, und er weiß, wovon der spricht und deswegen, von daher bin ich auch nicht böse, dass ich bei Supertalent 2018 nicht weitergekommen bin. Er hat gesagt, weitermachen, weitermachen, üben, 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 üben und nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Gut, dann habe ich jetzt ein Jahr mal ausgelassen, weil ich gedacht habe, jetzt arbeitest du erstmal an dir selbst. Und das habe ich gemacht. Und jetzt habe ich mich wieder beworben beim Supertalent 2020. Ja, ich freue mich schon auf den Casting. Da komme ich so oder so wieder weiter, weil letztes Mal 2018 beim Casting Supertalent hat die Jury mich auch sofort weitergelassen und hat gesagt, mein Gott, super, was du da machst. Also ich finde das klasse, was du da machst. Und du kommst gut rüber. Du spielst auch mit der Kamera. Das ist wunderbar. Du nimmst das Publikum mit auf. Du kommst bis auf die Hauptbühne. Habe ich auch geschafft, bis auf die Hauptbühne. Aber natürlich, Dieter hat mich natürlich nicht weitergelassen. Ja, und Daniel Hartwig, von denen reden wir gar nicht. Der hat sich noch ein bisschen drüber lustig gemacht. Ne? Naja, der hat gesagt, es wird nichts. Mein lieber Daniel Hartwig, man muss nicht nur studiert haben, um irgendwo in TV was machen zu können. Man muss einfach nur mit der Kamera spielen können, also auch für die Zuschauer da zu sein und natürlich auch keine Angst zu zeigen. Und ich zeige keine Angst vor der Kamera. Ich bin nicht kamerascheu und ich bin gerne für euch da und ich werde auch immer wieder neue Videos machen. Ne? Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, alles wieder genug berichtet über Supertalent, über Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, und natürlich auch noch über den Felix Lobrecht. Ja, so ein Mischmasch-Video von mir. Fein Mischmasch. Ach ja, gesungen habe ich ja auch noch. Ja, ich hoffe, ihr fällt jetzt nicht um oder so. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo. Bitte abonniert mich, bitte. Es kommen immer wieder neue Videos von mir, tolle Videos. Ich versuche immer das Beste rauszumachen, wie gesagt, zusammenschneiden und dies und das, das mache ich nicht. Das kann ich auch irgendwo nicht. Aber man muss ja auch nicht alles können und ich kann auch nicht alles. Aber Einzige, was ich ganz gut kann, das ist natürlich mit der Kamera spielen. Ja, und ach ja, den Besoffenen habe ich ja auch noch gespielt. Ja, weil ein Zuschauer immer meint, der Kallax X meint ja immer, ich wäre immer besoffen. Oh, ist schon 13 Uhr. Na, ist ja schon wieder blau. Natürlich, klar, mit Kaffee ist man immer blau. So, aber das mal euer Zauberer Magic Man auf einen wunderschönen Montag, Mittag, 13 Uhr wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag natürlich und wir hören uns, sehen uns. Ach ja, denn es kommt auch noch natürlich, bei Twitch bin ich auch noch zu sehen. Ne? Bei Twitch bin ich auch noch zu sehen. Und bei TikTok bin ich natürlich auch noch fleißig dabei. Und im Instagram kann man mich natürlich auch finden, so wie in Facebook. Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag und bis demnächst. Auf Wiedersehen, euer Magic Man.